Hallo, ich bin der Sven Wassmer. Ich bin Küchenchef hier im Restaurant Silver im 3132 Hotel in Pfalz. Also ich finde es eine wundervolle, schöne Gegend hier. Also die Region gefällt mir sehr mässig, hat sehr viel zu bieten. Schöne Waldstücke, noch, die sehr unberührt sind, wo extrem viele Pilze wachsen, Preiselbeere, Heidelbeere. Ja, die sind auch jetzt selber gesammelt. Das sind Walzer Preiselbeere, wo viel Arbeit ist. Und ich glaube, auch hier ist es wichtig, dass man den Interlink schaffen mit den Bauern, mit den Produzenten, die Sachen produzieren, auch in kleinen Mengen. Ich finde das immer sehr interessant, weil da ist immer auch viel Passion dahinter. Und es macht Spass, nachher mit solchen zusammenzuarbeiten und die Produkte nachher auch können zu verwenden und zu tollen Gerichten zu machen und dann auch so im internationalen Publikum im Restaurant können zu zeigen. Ich bin eigentlich so zum Essen gekommen. Das hat eigentlich schon früh angefangen. Ich bin immer gut mit frischem Essen aus dem Garten aufgewachsen daheim, im Elternhaus. Und durch das hatte ich dann schon immer Begeisterung gehabt. Bin immer in der Küche gestanden, bei der Mutter, habe gefragt, wo kann ich helfen. Und ich glaube, das sind dann so ein bisschen die Prinzipien, die man dann auch mitnimmt, um neue Erinnerungen zu schaffen, aber auch alte wieder hinterher holen. Und da gehören natürlich die besten Produkte dazu, vom eigenen Tal, wie auch von umliegenden Regionen. Ich meine, ich bekomme super tolle Fische aus Italien. Wir sind sehr nah dran. Und es ist mir immer wichtig, dass wir einfach auch die Saison einhalten. Das heisst, auch ein Fisch und ein Krusttier können Saison haben. Und dann kaufe ich es nur ein, wenn es wirklich Top-Qualität ist. Ich arbeite ausschließlich mit Kleinproduzenten eigentlich zusammen. Da habe ich den persönlichen Kontakt und ist auch meistens immer eine Passion dahinter, von dem, wo etwas herstellen. Und dann kann ich die teilen mit meiner Passion in der Küche. Und so entstehen immer wieder neue Ideen, interessante Partnerschaften. Wie letztes Jahr habe ich auch mit Jägern zusammen gearbeitet. Und dann nachher, ja, hat es halt keine Rehe für mich gegeben, aber zwei, drei Munken. Und ich glaube, das ist immer wieder mal etwas Tolles, auch für mich, wenn die Leute auf uns zukommen, im Speziellen auf mich, und dann wieder mit neuen Produkten kommen, die ich eventuell in meine Chambre aufnehmen kann und dann auch den Gästen servieren kann.